jetzt könnt ihr es auch sehen. Also der Stefan, der begibt sich dann jetzt direkt auf den Weg zu uns hier rüber. Hoffe ich, dass das gut klappt. Jetzt kann er uns nicht hören. Doch, kann er aus der Entfernung. Sehr schön. Seid wahrscheinlich alle schon total gespannt. So, und das Ganze wird so aussehen, der Stefan, der kann lesen, was ihr quasi am Computer, was ihr im Chat schreibt. Wir haben so eine Verzögerung von ungefähr 5 Sekunden, das müsst ihr mit einberechnen. Und ja, vielleicht wollt ihr auf dem Anrufbeantworter anrufen, wenn ihr es findet. Oh, ich sehe schon, er kommt. Lange Wege, Moment, genau, nimm erstmal einen Schluck. Du bist noch nicht zu hören. So, wir hören dich. Hallo Stefan, bist du da? Ich bin jetzt hier, ja. Hey, hörst du mich? Ich höre dich, hörst du mich? Ja, klar. So, wie machen wir das Rauchen im Fernsehen? Kann man machen, oder? Ist das... Soll ich da mal ein dickes... Mein stilistisches Mittel. Ja, soll ich dir da mal ein dickes Viereck einblenden drüber oder sowas? Nee, Quatsch, komm, mach dir an die Lunte. Weißt du was, das hast du dir wirklich verdient. Das haben wir euch alle verdient. Also an dieser Stelle mal ein großer virtueller Applaus. Schau mal rechts von dir. Kannst du quasi... Super Sound, das geht an euch, das Kompliment. Dankeschön. Jetzt gehen wir weiter. Ja, also vor dir sind jetzt eine ganze Menge Fragen angekommen. Du hast da so ein paar Zettel vor dir liegen. Schau Wo ist mal. Jürgen? Ja, hatte ich vorhin schon erklärt. Also eigentlich wäre es so gewesen, dass Jürgen jetzt die Band verlässt. Aber die Corona-Krise hat es irgendwie nicht zugelassen, dass wir ein schönes Abschlusskonzert mit ihm hätten machen können, was aber aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Also es wird es geben und wir sind da auch alle ein bisschen sehr traurig drüber, aber es ist eben so wie das. Und wir danken Jürgen für die schöne Zeit und war immer ein sehr zuverlässiger und sehr guter Trommler. Ein Typ, mit dem man auch gerne mal so 800 Kilometer auf der Autobahn verbringt und dann gute Gespräche führen kann, weil er eben auch sehr intelligent ist. Und das fehlt ein bisschen, aber das Leben geht weiter. Und jetzt ist eben Norman an seiner Stelle. Aber wir werden Jürgen nochmal wiedersehen. Und zwar dann zum Abschlusskonzert, sobald der ganze Mist hier vorbei ist, wird es sowas geben. Ohne Dampf kein Kampf, genau so ist es. Oh Gott. Dankeschön, Stefan. Warum kein... Ich weiß nicht, ob man das Wort überhaupt noch hören kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einen Gang gibt, der darüber überhaupt noch ein Lied haben will. Also, ich möchte mit dem ganzen Scheiß nichts mehr, von dem nichts mehr hören, ehrlich gesagt. Nee, ist auch schön, dass du gerade jetzt einfach... also, ich will es auch gar nicht so thematisieren, aber ich will es auch nicht wegreden, also so oder so. Es war ein Thema, aber dass du uns einfach geile Songs bringst jetzt und auch auf andere Gedanken, also... Ich bin ja, ich würde den Moment jetzt ja endlich nochmal nutzen, um nochmal daran zu erinnern. Also wir hatten vorgestern so ein Konzert, da gab es jemanden, der hat uns angerufen, hat dringend irgendwie, also aus einem Seniorenheim, und hat da irgendwie quasi einen Notruf gestartet, weil dort die Menschen eben wirklich komplett isoliert sind und das sind teilweise starke Schicksale. Die Kinder dürfen dann nicht zu den Eltern oder zu den Großeltern und wenn die dann sterben, sterben die alleine und so. Und da sind wir also hingefahren nach Senftenberg und haben uns auf den Parkplatz gestellt vor das Seniorenheim und haben da ein bisschen Musik gemacht, haben versucht da für eine Stunde den Damen und Herren da mal noch eine bessere Zeit zu machen und auch den Pflegern dazu danken, weil die wirklich einen extrem harten Job machen. Und ich hoffe, dass es so eine Art Initialzündung gibt oder dass sich andere Musiker finden. Ich meine, es gibt in Deutschland Millionen von diesen Häusern und wahrscheinlich auch Millionen Musiker und... Ja. Wenn jemand irgendwie mal eine freie Zeit hat, soll er sich eine Klampe nehmen und einfach mal hingehen da. Und es war so schnell gemacht, oder? Ihr habt einen Teppich ausgerollt, ja, Klampe drauf. Es tut nicht weh, zack. Es brauchst ein bisschen Technik. Und aber auch kein Generator. Und ich glaube, jedes Pflegeheim hat eine Kabeltrommel am Start. Genau. Ne? Also so wie der Martin, der war da super gepreppt. Und der Martin hat mich extrem geflasht, muss ich mal sagen. Ja, hat mich auch echt berührt. Also liebe Grüße auch nochmal. Ja. Ich weiß, der guckt 100% zu. Die nächste Anfrage ist schon gekommen. Wir werden dann irgendwann nach Lübben gehen zum Seniorenheim. Also. Cool. Ich werde dann so eine Sache, so ich Zeit habe, auch noch mal ein paar Mal machen. Ich rufe damit hier alle meine Musikerkollegen auf, ey Leute, nehmt euch eure Instrumente und dann macht ein bisschen Spaß für die. Die haben es verdient, sowohl die Pfleger als natürlich auch die Insassen. Insassen sagt man ja nicht, Bewohner.
gelernt. Du hast noch ein paar Zettel vor dir liegen übrigens mit so, ich sag mal, Katalog. Ach Gott, hier schönstes Konzert. Schon, schönster Konzert. Ach, da gibt es so viele. Also wirklich, da kann mich an Konzerte erinnern, wo 20 Leute waren und wo 32.000 Leute waren. Und, beide bleiben hängen. Also beeindruckend war natürlich schon mit, ich sag mal, Klimperkalle, Carlos Santana auf der Bühne zu stehen. Hast du gerade Klimperkalle gesagt? Ja, wir haben auch Klimperkalle zu ihm gesagt, ja. Carlos Santana, Kalle. Ja, ich weiß so, ja klar, unter Kollegen, ne? Und da war es dann tatsächlich so, da kam dann nochmal wieder so ein bisschen, also üblicherweise so, also mit Lampenfieber ist es bei mir jetzt nicht mehr so nach 3000 Konzerten, aber da war es dann doch anders. Aber als das Mikrofon in der Hand war, war der Kampf eröffnet und alles war wieder gut, da war auch der Lampenfieber weg. Das war ein beeindruckendes Konzert, muss ich mal sagen. Und eine Megaband, muss man so sagen. Welche Pläne gibt es für die Zukunft? Naja, die Zukunft soll heißen, dass wir noch ganz viel Musik machen werden, ganz viel Platten machen wollen und so nach und nach hoffentlich dann noch über die Landesgrenzen bekannt werden. Fakt ist jedenfalls, dass wir so lange Musik machen werden, solange es Leute gibt, die da unten stehen und uns hören wollen. Und wenn ich 105 bin, ist es auch egal. So. Wann seid ihr mal wieder im Norden, in Stralsund? Ja, eigentlich sind wir jetzt, eigentlich ja Ende Schöne Mai. Schöne Stadt. Wunderschön. Übrigens. Ende Mai wollten wir eine Ostsee-Tournee machen, also um Männertag rum. Drei Tage lang. Die ist noch geplant, schaut mal nach bei kreier-band.de. Wo spielt ihr da? Auf Hiddensee, Binz, glaube ich, war. Und Stralsund, oder war Stralsund? Röschen, muss man nicken oder so machen? Jetzt seht ihr nicht. Ja, Stralsund. Stralsund, okay. Also sind wir in Stralsund. Also irgendwie Männertag rum, so. Ich weiß nicht, so, müssen wir mal schauen. Was waren deine ersten Berührungspunkte mit der Musik? Ach, es ging im Kindergarten los. Da haben die irgendwie festgestellt, dass das Goldkehlchen ein Goldkehlchen hat. Und weil er so ganz hoch, der konnte ganz hoch singen wie ein kleiner Junge, so ein Knabenchor. So. Und sie mich dann in eine Musikschule in so ein Chor gesteckt. Und dann sollte ich ein Instrument lernen und wollte ich natürlich auch. Aber meine Mutter hatte kein Geld für ein Klavier. Und das Einzige, was man ausleihen konnte, war da so eine Geige. Die gab es kostenlos und war ein furchtbares Instrument. Für einen Sechsjährigen oder Siebenjährigen. Ja, und war nicht nur für mich furchtbar, war für alle Mitbewohner furchtbar. Ja, das glaube ich. Weil da so eine Geige dauert ein Jahr, bis da ein Ton rauskommt. Ja. Also lange hörst du nur an wie eine gequälte Katze. Ja. Dann lieber Bass. Ich hab's dann irgendwann sein lassen. Dann kam die Flöte, die Blockflöte, wie ist eine Triola und dann ging es los. Und halt in der Küche gesessen und hab den kleinen Trompeter auf der Flöte gespielt, solange ich geweint habe. Du armes Ding. So ein Molllied, wie so ein trauriges Lied. Musst ein paar Mal spielen, fängst dann zu weinen. So war's bei mir. So, Stefan. Also wirklich des Inhalts wegen, ja. Was? Also wirklich wegen des Inhalts wegen der. Ja, wegen des Inhalts, na klar, ich kannte ja den Inhalt, aber die Musik ist auch so traurig, weißt du? Ja. Und dann dritte Strophe, dritter, dreimal gespielt, der geheult. Ehrlich gesagt, wir sehen nicht. Aber ich sehe dich gerade als kleinen, gebrochenen Jungen mit ja. Tränen in den Augen. Genau. Und dann kam irgendwie die Gitarre in der Hand und dann hatte ich eine Smokey-Platte, aber ich hatte keinen Lautsprecher für den Plattenspieler. Und jeder, der schon mal früher Platten gehört hat, der weiß, dass man dann nur eine Nadel drauf legt, dass man ganz wenig hört. Ja. Man kann die Musik hören, aber man klingt natürlich scheiße. Und ich habe das ganze Album von Smokey draufgedrückt, in der Art. Also ich hatte gar keinen Lautsprecher. Unter der Bettdecke, oder? Wie bitte? Unter der Bettdecke. Nee. Da hat ja keiner was dahin gehabt. Und man hat ja eh nichts gehört. Weißt du, das war da so leise. So, Stefan, wie sehen die Osterfeiertage bei dir aus? Naja, trist, wie bei allen, wa? Wir hoffen auf schönes Wetter und... Ich freue mich ja, wenn ich jetzt hier mal in so einem Studio sein kann und nicht zu Hause rumkeimen muss, aber Ostern war selten so schön warm wie dieses Jahr und doof. Einfach doof. Ja. Also da sind wir wahrscheinlich alle in einem Boot. Alles doof. Wer sind nochmal die neuen Bandmitglieder? Der Jojo, der Johannes, das ist der Bassist und der Norman, das ist der Schlagzeuger, Norman Dräger. Und wisst ihr, wie neu, also an der Gitarre spielt man nicht mit Damon, da spielt Martin Kotte. Ja, du, den kennen hier, glaube ich, alle, bekannt aus Funk und Fernsehen. Ja, und von den Butterfahrten, genau. Ja, großgezogen mit Quark und Leinöl. Genau. Aufgewachsen im Tagebauparadies Ruhland. Nee, richtig. Das stimmt, glaube ich, gar nicht so richtig, aber hat dort jedenfalls sein Domizil, soweit ich weiß.
Richtig. Und ja, auch ein richtiges und ein Studio, ne? Der macht Dinge. Ich weiß nicht, warst du schon mal da? Ja. Großartig und anwesend. Großartig. Was sagt ihr zum bisherigen Crowdfunding-Ergebnis? Unfassbar geil, danke an alle. Und wir werden uns da bei euch nochmal dafür bedanken. Wir werden es einfach machen. Wir werden das nächste Konzert, was wir hier online machen werden, werden wir versuchen mit dem Streichquintett vom Leipziger Sinfoniker zu machen, dass wir mal so ein Klassik trifft Rock online machen für euch. Wir sind wirklich ziemlich geflasht davon, wie ihr uns da unterstützt und freuen uns tierisch, weil es natürlich die Möglichkeit gibt, dann wirklich auch gut zu arbeiten, ein gutes Produkt zu machen, gute Videos zu machen und gute Musik zu produzieren. Tut immer weh, wenn man so schöne Songs geschrieben hat und dann muss man die so, naja, billig produzieren. Und wenn man weiß, es geht besser, aber das Geld reicht halt nicht. Und da freuen wir uns ganz besonders drüber. Danke da nochmal an alle. Welche Band oder Musiker haben euch persönlich geprägt? Oh, ja, da reicht die Zeit jetzt nicht. Das war ziemlich zeitig. War ja schon ein ganz toller Blues-Fan. Das ist so mit Shelly und Klettis und Sheens und so. Da sind natürlich sämtliche von Muddy Waters bis, was weiß ich, Dieselmann und den Ostblues hier, Hansi Biebel und so, eingesaugt. Kurze Zeit später hat sich dann der Shelly in eine Lederjacke verwandelt und die Hose, die Jeanshose wurde eine Stretchhose, so eine schwarz-weiße Streifte, weißt du, und Turnschuhe. Ich kann es mir vorstellen. Ja, und dann ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Da kann Accept und Maiden und Priest und Zeugs und dann Purple und Zeppelin und die ein bisschen härtere Kiste. Halt, die Haare waren immer noch arschlang. Ja. Locken oder? Naja, die sind, wenn die länger sind, dann werden die von alleine lockig. Irgendwann sind sie nicht mehr länger geworden, weil die nur mehr Locken gebildet haben. Ist das wirklich der Grund? Also, ja, die länger werden, aber wenn du so glatt gezogen hast, waren sie bis zum Arsch. Ja. Ja, richtig matte war das. Da hat sich dann noch der Friseur, der dann irgendwann mal die Haare abschneiden durfte, einen Kurzhaarschnitt machen konnte, der hat gefeiert. Der war. Wirklich? Der hat nicht etwa geweint? Was? Nicht etwa geweint? Nee, er hat sehr viel Geld abgelassen. Weil die Freundin durfte, dass er das machen durfte bei einem Mann. Ja, da ist auch persönliche Projekte, auch Beethoven zum Beispiel. Ich habe mir mal die Schicksalssinfonie angehört. Wir sind wenn ich zur Lehre fahren musste, 4 Stunden mit dem Zug irgendwie nach Neuruppin, um da sinnlos Klempner zu lernen. Ach, war eine furchtbare Zeit, aber das muss ich halt meinem Schicksal ergeben und habe mir vorher mal nochmal die komplette Sinfonie von Beethoven reingezogen. Also, stehe auch sehr stark auf so viel Klassik, so Bach, Haydn und so Zeugs. Mozart. Es ist alles Mögliche bei. Also von Metallica, auch Pop gibt es guten. Also, es gibt auch guten Schlager, gute Schlagersänger im Osten. Veronika Fischer, eine tierische Sängerin zum Beispiel, ja, oder der leider verstorben ist hier. Ein riesen tierischer Komponist. Hier Biene Maja, wie heißt er? Auch. Mein Gott. Karel Gott? Nee, falsch. Das komme ich jetzt nicht um. Das ist ja Wahnsinn, das ist peinlich. In diesem ehrenwerten Haus, Ding. Vielleicht können die Leute im Chat helfen. Ja, vielleicht können die helfen. Von wem grübeln wir? In diesem ehrenwerten Haus. Udo Jürgens, Alter, ich werd irre. Danke. Kennst du das, wenn er auf der Zunge liegt und kommt nicht raus? Das ist wahnsinnig. So war es gerade. Ja, alle Fragen beantwortet. Gibt's noch was? Na, weiß ich nicht. Guck mal rein. Ich sehe es gerade nicht, aber ich glaube, die Jungs sind bald so weit, dass die weitermachen können. Wollen wir mal drüben reingucken, wie es drüben aussieht? Ja, schau mal drüben rein. So, wir gucken mal, wie es im Proberaum ausschaut. Oh. Ja, da sind schon die ersten Jungs. Moment, ich muss hier mal ein bisschen den Sound ausmachen. Wenn das noch länger dauert, bist du bald wieder Rapunzel, Stefan. Ja, genau. Ja, so. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine geschickte Überleitung. Moment, mir fällt eine ein. Mhm. Dankeschön für das Interview. Ich brauche noch kurz eine und dann geht's weiter, okay? Okay. Jungs, habt ihr das da drüben gehört? Moment, ich mach mal eure Mikrofone an. Martin? Jawohl. So, hast du das gehört, ja? Nee. Das war normal.
Ja, das sind lange Wege bei uns, aber live, gleich live on stage, back for you. Oh.